Servus Leute und willkommen zurück wieder mal zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey mit dem DLC Das Schattenerbe. So, in der letzten Folge haben wir unseren ersten Ältesten getötet und ich muss sagen, der Älteste an sich war nicht schlimm, aber die Gegner, was dann gekommen sind, waren echt heftig und diese blöden Söldner, keine Ahnung, ob das dann schon S1, S2 vorher waren, also ein S1 habe ich ja schon erledigt und die haben es echt in sich. Heftig, wie stark die sind. Ich glaube, die muss man wirklich mehr auf Fernkampf machen, aber da ich bin halt nicht so auf Bogen geskillt, muss ich sagen. Also eher im Nahkampf, aber im Nahkampf sind die wirklich heftig. So, dann machen wir mal weiter mit der Quest Begib dich zum Amphitheater. Diesen Ort hat doch Darius erwähnt. Okay, Untersuchungsgebiet. Wir müssen wieder untersuchen. Hier soll ja ein Architekt oder so sein, der hier eine geheime Waffe baut. Dann müssen wir mal finden, wer das ist. Ich bin Poseidons Günstling. Klar. Und ich bin Heras Hure. Was? Was soll der Unfug? Scher dich fort! Ich versuche hier aufzupassen. Okay, das ist nicht mehr unser Spruch. Ich bin Poseidons Günstling. Mit dem sollten wir ihn triggern können. Der schaut mir so aus. Ich bin Poseidons... Trottel! Was? Du bist nicht sein Günstling, du bist sein Trottel. Ich konnte hören, wie du die Leute belästigt hast. Wer hat dir von mir erzählt? Die Götter. Zu deinem Glück schickten mich die Götter, um deine Probleme zu lösen. Ich habe gehört, du möchtest aus Achaia fliehen. Ah, ich weiß nicht, die Rüstung aus. Aber deine Spione scheint recht gut informiert zu sein. Ja, recht gut. Wenn der Orkan dich geschickt hätte, wäre ich jetzt schon tot. Oh. Ich muss sie besiegen. Mit dieser Waffe, von der ich gehört habe. Da lauscht jemand. Der Odin der Chimäre. Meine größte Schöpfung, aber auch die, die ich am meisten bereue. Ich ging, bevor sie mich zwingen konnten, sie fertigzustellen. Ohne meine Hilfe wird sie nie so funktionieren wie geplant. Du riskierst viel, wenn du mir deine Geheimnisse anvertraust. Nein. Dann Popel in der Nase, oder was? Ich vertraue darauf, dass du den Orkan für mich vernichtest. Beschaffe dir die Pläne. Und ich kann den Odem der Chimäre an deinem Schiff anbringen. Damit kannst du ihre gesamte Flotte vernichten. Odem der Chimäre. Ich muss diesen Fehler wieder gut machen. Fuck. Was wird denn das für ein Ding werden? Wenn der Odem der Chimäre so mächtig ist, wie du sagst, wäre er eine große Hilfe. Sobald ich mit deinem Schiff fertig bin, wird es die Skylla zermalmen. Also, wo finde ich die Pläne? Der Befehlshaber der Flotte des Orkans hat sie. Er nimmt an der Seeblockade teil. Während du fort bist, mache ich mich an die Arbeit. Die Pläne sind so kodiert, dass nur ich sie lesen kann. Selbst wenn wir sie haben, wird es eine Weile dauern. Ich treffe dich hier, wenn ich fertig bin. Geile Sache! Ja, hier ist auch schon wieder gut. Da. Ich frage mich, wie wir die Blockade durchbrechen wollen. Darum kümmere ich. Okay. So, machen wir mal die Karte auf. So, finde und beschaffe die Baupläne von Befehlshaber der Flotte. Der Befehlshaber der Flotte ist in Achaia. Er ist gerade im Tempel der Artemis Laphyre in Patrei. Tempel der Artemis. Sie haben hier eh schon alles aufgedeckt. Tempel der Artemis. Das kann ja eigentlich nur der hier sein. Oder was ist das hier?
Part 3. Der hier. Gut, machen wir uns mal ein Häkchen. Oh, eh schon gut. Markiert. Keine. Vielleicht nur ein Vogel, aber ich sehe mal nach. Guck mal her. Der Vogel twittert dir jetzt mal was. Schon jemand was gefunden? Noch kein Glück. Alterssuche. Und was? Wo geht's? Pläne für den Odem der Chimäre. Jetzt zurück zum Amphitheater. Haben wir das schon erledigt? Wir schauen uns aber trotzdem noch ein bisschen hier um. Vielleicht gibt es denn irgendwas Schönes zu snacken. Die haben wir schon. Das haben wir alle schon aufgemacht davor schon. Okay. Ich glaube, das ist der eine Typ, der uns ja vorher belauscht hat, dass der uns auch noch in die Quere kommt. Nein! Nee, oder? Ernsthaft jetzt? Nein! Sie haben den Baumeister gefunden. Oh, ich meine, ich habe mich so gefreut, dass ich das Ding hier krieg. Die Waffe.
seht, Männer, erst der entlaufene Baumeister und jetzt die Adlerfrau. Haben wir ein Glück heute. Als Glück würde ich das nicht bezeichnen. Oh, seht nur, wer sich rechtzeitig die Ehre gibt. Tötet sie! Tötet sie beide! Du bist so gut wie tot! Alter. Ältester. Mit ihr soll ich sprechen, oder was? Okay. Orkan ist gerissener und vorsichtiger als erwartet. Wir sollten die anderen warnen. Sie könnten auch in Gefahr sein. Ich lasse Barnabas einen Blick auf die Pläne werfen. Jedenfalls sollten wir hier nicht verweilen. Also zurück in die Schatten. Okay. Werde ich mit meinem Mann sprechen sehen. Ich kann helfen. Du bist die Frau des Baumeisters. Was weißt du über die Waffenpläne? Mein Mann hat Schlüsselschriften in ganz Achaea verstreut. Manche befinden sich bei der Flotte des Orkans, andere sind in der Werft. Mit ihnen kannst du lernen, wie man die Waffe baut und anbringt. Okay. Dann kannst du den Orkan auslöschen und meinen Mann rächen. Ich bezwinge den Orkan mit oder ohne die Waffe deines Mannes. So oder so. Ich werde ihn rächen. Er würde sich freuen, das zu hören. Ich finde die Schlüsselschriften. Cool gemacht. Okay. Schauen wir mal. So. Finde und beschaffe die Schlüsselschriften, die der Baumeister des Orkans versteckt hat. Sie sind auf Land und im Meer im westlichen Achaia verstreut. Einige sind irgendwo in der Schiffswerft von Partei versteckt. Einige sind auf Schiffen versteckt, die in den Gewässern vor Partei segeln. Okay, das heißt... heftig, okay. Einige sind auf Schiffen versteckt, die in den Gewässern vor Partei segeln. Das muss ja hier irgendwo sein. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier runter. Was haben wir noch für Quests? Okay. Vielleicht, findet der Ikarus dann gleich was?
gemeint. Gefunden. Ich bin da. Danach habe ich gesucht. Okay. Läuft, würde ich sagen. Haben wir die auch schon mal markiert? So. Dann holen wir uns erstmal die Pläne hier. Das muss eine der Schlüsselschriften sein, die Frau des Baumeisters erwähnte. Ich verstehe kein Wort von all dem, aber Barnabas vielleicht. Sorry, dass ich so leise bin. Aber wie gesagt, bin immer so konzentriert hier. Ich wollte ja nicht sterben. Kommen wir hier nicht hoch oder was? Was ist denn da los, Eger? Ziel. So, dann holen wir uns mal das hier noch. Ist das auf dem Dach oben oder was?
Noch eine Schlüsselschrift. Gut. Okay. So, dann müssen wir jetzt noch ein Schiff erledigen. Gut. Wir haben hier auf jeden Fall einen Anlegepunkt. Gleich schaffen. Schon lange nicht mehr gesegelt, ey. Schon wieder in der Okay, jetzt fehlt aber noch ein Schiff anscheinend, oder?
Okay. Flammenwerfer. Der Adressier ist nun mit einem Flammenwerfer am Bug ausgerüstet. Halte R2 gedrückt, um den Gegner auf Kosten der von Feuerkraft Feuerschaden zuzufügen. Okay. Halte R2 gedrückt. Geile Sache. Wieso dann scheint die Waffe jetzt? Okay. Sieht man die Waffe von vorne? Muss mal schauen. Okay, gut Leute, dann haben wir auch die Waffe schon fürs Boot. Sehr schön, gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle einen Cut und machen in der nächsten Folge weiter. Hier oben, glaube ich, war noch eine Quest. Hier. Und hier ist schon wieder so ein komischer Söldner. Oh, die Dinger hier weg. Genau. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Persisches Puppenspiel. Nächste Folge. Und wir können aber jetzt noch schnell mal schauen. Wir haben noch einen Kultisten, glaube ich, aufgedeckt. Und der ist ja schon down. Wir haben hier einen Hinweis bekommen wieder. Okay, das ist auch eine Scheißwaffe, oder? 10% Gesundheit wiederhergestellt durch erfolgreiches Parieren. Okay. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr kommt auch wieder. Gut, Leute, reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.